Also gefallen mir zum Schluss das Ergebnis, dass wir 2-0 gewonnen haben. Was mir nicht gefallen hat, war wieder, dass wir in der ersten Halbzeit wieder viele Chancen haben liegen lassen. Und dass wir in der zweiten Halbzeit auch nicht so gespielt haben, wie wir es eigentlich wollten. Wir wollten viel ruhiger spielen, klarer spielen und dann eben halt die Torstellung noch klarer rausspielen. Wir haben wieder viele Möglichkeiten gehabt. Teilweise kam der letzte Pass nicht und teilweise haben wir eigentlich auch schlechte Bälle gespielt. Ja, ich glaube, wir haben einfach keine Ruhe reingekriegt ins Spiel. Wir haben versucht, schnellstmöglich nach vorne zu spielen. Dann haben wir die Bälle verloren, dann mussten wir aber schnellstmöglich wieder umschalten. Und ich glaube, das war dann auf dem Rasen auch irgendwie ziemlich schwer. Und ja, deswegen ist es so holprig gewesen. Wir wollten heute einfach gewinnen. Wir wussten, dass es heute alles andere als leicht werden wird. Island zu Hause, die wissen auf jeden Fall auch, wie man verteidigt und schmeißen sich immer in alles rein. Von daher war uns schon klar, dass es heute nicht leicht werden wird. Ich denke, es war ein Arbeitssieg, aber am Ende haben wir die 3 Punkte und das war natürlich das Wichtigste. Ja, ich glaube, dass die äußeren Bedingungen hier vielleicht jetzt nicht die einfachsten waren. Island natürlich auch vor heimischem Publikum vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr draufpackt. Und ja, die Anfangsminuten waren super gut. Dann müssen wir das Tor machen, dann läuft das Spiel ganz anders. Leider haben wir es nicht geschafft, sind dann ein bisschen ins Straucheln gekommen. Ein Elfmeter hilft natürlich immer, aber wir sind froh, ja, dann 2-0 zu gewinnen.